Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Ich habe heute mal wieder eine Collector's Edition zum Auspacken. Und zwar handelt es sich um die Collector's Edition zu Far Cry 6. Steht ja auch groß und fett drauf. Ja, der Karton ist relativ groß, von allen Seiten gut bedruckt. Natürlich ist gut zu sehen, was drin ist. So. Und ja, wir schauen uns jetzt noch den Inhalt an. Natürlich die Box, da soll es nicht aufhören. Ich habe die Kiste nur einmal kurz geöffnet, um zu gucken, ob der Inhalt okay ist. So. Als erstes haben wir hier ein Artbook. Sehr schön gemacht. Es war schon ausgepackt übrigens, also da war ich noch nicht dran. Ja, wie gesagt, ist ein paar Seiten dick, ist gut schön, ist laminiert. Also die Seiten sind so kunststoffbeschichtet, ist großartig. So, hier drunter ist noch die Bauanleitung für die Waffe, die hier drin ist, der El Tastador. Ja, wie gesagt, der wird halt zusammengebaut aus einem Laubbooster, einer Zapfpistole und ja, Gastank und einem Anzünder für Kerzen. Ich würde das Sturmfeuerzeug so sagen, naja. So. Hier muss ich also mal gucken, das ist nochmal ein schöner Zettel mit Warnhinweisen. So, dann haben wir in der Mitte unseren allseits beliebten Chorizo. Chorizo ist eigentlich eine spanische und portugiesische Wurst, die mit Paprika und Knoblauch angewürzt wird. Auch sehr gerne pikant. Und ich werde ihn höchstwahrscheinlich auch auspacken und irgendwo hinstellen. Wie gesagt, ihr seht, er ist relativ, also er ist nicht mal einen Daumen lang. Ja. Hier drunter sind dann noch ein ganzer Satz Aufkleber. Hier ist der erste. Hier ist der zweite. Hier ist der dritte. Ja, hierzu sollte ich sagen, die Granate und die Ananas, das hat folgende Bedeutung. Diese Art Handgranate wird Pineapple genannt und Pineapple heißt Ananas. So. Ja, ist auch sehr schön mit dabei. So, dann haben wir hier noch das Steelbook. Hier drunter ist noch eine Karte. Ich befürchte, wenn ich die jetzt weiter auseinandernehme, kriege ich die nie wieder zusammen. Ja. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch den
Original Soundtrack auf einer CD. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight. Hört mal. Dafür habe ich die Kiste jetzt einmal umgedreht. Weil ich bin hier mit dem Platz etwas begrenzt. Hier drunter haben wir die ersten Teile. Ich gehe mal etwas dichter ran mit euch. Hier haben wir die ersten Teile für den Flammenwerfer und ja, ich muss euch noch mal hinstellen. 20 Minuten später. So, und dann haben wir hier ein Stück Trennpappe dazwischen. So, und hier haben wir die zweite Hälfte. Ich würde sagen, ich baue das jetzt mal in aller Ruhe auf. 6,5 Stunden später. Hier nochmal ein Zwischenschritt. Hier sind jetzt alle Teile einmal zusammengelegt und noch nicht zusammengebaut. Und das werde ich jetzt machen. Und dann gucken wir gleich weiter. 3 Tage später. So, hier habe ich jetzt einmal alles, was in der Collector's Edition ist, zusammengehäuft. Und ja, es ist wirklich eine Menge. Der El Tostador ist großartig, ist leider komplett aus Plastik und beim Zusammenbau sollte man ein paar Kleinigkeiten beachten. Einige Sachen muss man wirklich sehr, 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 sehr dämlich zusammenstecken. Und ja, was mich zum Beispiel auch nervt, ist am Laufende dieses orange Stück. Das brauchen wir natürlich für die Amerikaner. Weil alle Waffen, die nicht echt sind, müssen natürlich erkennbar sein und deswegen muss vorne ein oranges Plastikstück bei denen rein. Ich habe schon probiert, das mit einer Zange rauszuziehen. Ich glaube, da ist doch ein bisschen mehr dahinter, als ich dachte. Ich will das ja auch nicht kaputt machen. So, alles in allem finde ich, es ist eine großartige Collector's Edition. Ob es jetzt die 200 Euro wert sind, ich meine, wir müssen 120 ungefähr für Spiel abziehen. 80 Euro für das, was jetzt vor uns liegt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall ist das ein absolut genialer Prop. Und ja, ich wünschte mir jetzt so ganz ehrlich, die nächste Fallout Edition würde auch mit einer Fallout-typischen Waffe kommen. Ja, vielleicht. Gut. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer ihr das guckt. Und hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dann.